Coronavirus hier, Crashangst da. Was du aus der aktuellen Börsenkrise lernen kannst und was sich in der Zeit in mein ETF-Depot getan hat, das erfährst du jetzt hier. Hi, ich bin Kai vom Geldkater. Passend zum Coronavirus habe ich heute etwas für dich angezogen, was wahrscheinlich wie ein Virus für deine Augen sein wird. Wenn du jetzt noch dran geblieben bist, dann zeige ich dir, wie sich mein ETF-Depot in der Zeit entwickelt hat. Kurz bevor es mit dem Coronavirus in Europa angefangen hat, habe ich nochmal 4.000 Euro investiert. Und das zu einem Kurs von 505 Euro pro Stück. Hier siehst du mein Depot, als der Kurswert bei knapp 506 Euro war, mit einem satten Gewinn von über 16.000 Euro im Plus. Dann kamen die Corona-Nachrichten aus Italien. Und in allen Märkten fingen die Kurse an zu fallen. Viele haben schlagartig ihre Aktien verkauft und ich bin einfach drin geblieben und hatte meinen Tiefpunkt Ende Februar erreicht. Bis dahin sind über 11.000 Euro Rendite einfach dahingeschmolzen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach meine Sparrate für den 5. März auf paar tausend Euro erhöht und dachte mir, super, jetzt kann ich günstig shoppen gehen. Stell dir vor, du hast vor kurzem mega geile Schuhe zu einem fairen Preis gekauft. Jetzt siehst du auf einmal bei deinem Schuhhändler, dass alle Schuhe um 50% reduziert worden sind. Wärst du jetzt mega sauer und würdest versuchen, deine Schuhe bei eBay zu verkaufen, weil die du nicht mehr umtauschen kannst? Und würdest du dann entsprechend in deinen alten, löchrigen Schuhen herumlaufen? Oder würdest du eher sagen, geil, ich liebe diese Schuhe? Und jetzt habe ich die Gelegenheit, die Schuhe nochmal zum halben Preis in einer anderen Farbe zu kaufen. Und jetzt, wo sowieso Rabatt ist, kaufe ich mir jetzt im Frühling auch noch Winterschuhe dazu, weil die im Winter deutlich teurer wären. Und wenn du dann noch weißt, dass du seltene Sammlerstücke ergattern kannst, die in 10 Jahren 2 bis 3-mal so viel wert sein werden, wirst du dir dann auch nicht zugreifen wollen? Genau mit diesem Mindset bin ich vorgegangen. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, wie mein Depot Ende dieser Woche aussah. Letztendlich sind das alles nur Momentaufnahmen. All das hat sich in wenigen Tagen abgespielt. Eine Finanzkrise kann aber auch mehrere Jahre dauern, bis man zum Einstandswert zurückkommt. Wenn man solche Schwankungen nicht aushalten kann, dann hat man an der Börse nichts zu suchen. Oder man hat für das eigene Risikoempfinden zu viel Geld investiert. Langfristig gesehen gehören solche Kursstürze immer wieder mal dazu. Sogenannte schwarze Schwäne sind plötzliche Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Sie bringen die Börsenkurse zum plötzlichen Absturz und kommen in Perioden immer wieder vor. Wenn du also mit solchen schwarzen Schwänen rechnest, dann kannst du mit der Situation auch besser und gelassener umgehen und fängst nicht an, aus Panik deine Aktien im Verlust zu verkaufen, um dann dein Geld zu retten. Was kannst du nun von diesem schwarzen Schwan in Form des Coronavirus lernen? Bleib einfach langfristig und breit investiert und denk daran, dass sehr gute und große Unternehmen, selbst in solchen Krisen wie jetzt, danach bestrebt sind, sich ständig zu verbessern und profitabel zu sein. Und wenn du dann nach Jahrzehnten immer noch den Mut und die Geduld gehabt hast, drin zu bleiben, dann wirst du auf Dauer mit sehr hohen Renditen belohnt. Wenn du für deinen Arbeitgeber arbeitest, bekommst du meistens ein Einkommen. Darüber hinaus kannst du Anteile an großartigen Unternehmen haben, die die Welt voranbringen und immer einen Mehrwert schaffen wollen. Wenn du also klug investierst und Anteile hältst, kannst du über Jahrzehnte dein Einkommen potenzieren, ohne selbst für diese Unternehmen arbeiten zu müssen. Buy-and-Hold-Aktionäre sind grundsätzlich Optimisten. Wenn du pessimistisch bist und glaubst, dass in kurzweiligen Krisen die Unternehmen untergehen werden, dann kann es passieren, dass du im falschen Moment verkaufst und auf lange Sicht Rendite verlierst. Selbst wenn du dir jetzt sagst, aus diesem Grund bin ich nicht an der Börse investiert, wird dein Erspartes dennoch an Wert verlieren. Zwar geschieht das nicht so schnell und sichtbar wie an der Börse, aber über die Jahrzehnte wird es langsam und schleichend durch die Inflation geschehen. Ich bin absoluter Optimist und das möchte ich dir über meinen Kanal auch zeigen. Deswegen lass dich einfach von mir inspirieren
Und vielleicht hast du in ein paar Jahren auch selbst ein sechs- bis siebenstelliges Vermögen aufgebaut und lebst ein freieres Leben als je zuvor. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Kai. Willst du meinen Weg an der Börse weiterverfolgen? Dann abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und hat dich das Video auf neue Ideen gebracht? Dann gib mir einen Daumen hoch. Zum Schluss freue ich mich, wenn du meine Videos teilst, damit immer mehr Menschen das Beste aus ihren Finanzen machen. Modst du noch oder investierst du schon?